Achtung, einreißen bitte. Ein Güterzug fährt durch einen Bahnhof in Moskau. Ein Halt ist hier nicht eingeplant. Die Zerstörung, die dieser Zug mit sich bringt, aber auch nicht. Der Güterzug hat Schienen geladen, also meterlange Stahlkonstruktionen. Eine davon hat sich aus ihrer Halterung gelöst und liegt quer. Was der Lokführer aber offenbar noch nicht gemerkt hat. Er fährt einfach weiter, in diesem Fall durch das Bahnhofsgebäude. Die Folge? Die Schiene nimmt alles mit, was ihr im Weg steht. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Wie hoch der Schaden ist, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte und welche Konsequenzen er hat, ist unklar.